Herzlich willkommen zum Cross the Pond Event. Ich freue mich extrem auf einen ganz entspannten Flug jetzt von Washington nach Düsseldorf. Wir haben jetzt noch ja, ziemlich genau eine Stunde, bis unser Takeoff-Slot ist. Das ist so eine typische Zeit, wo man dann am Flieger ankommt. Und dann schmeißen wir als erstes die Batterien an und nehmen auch direkt unsere Ground Power mit drauf. Jetzt haben wir gerade unser Routing hier eingegeben. Einmal kurz checken. Das schaut aber alles gut aus. Das sind die Koordinaten, die wir dann abfliegen werden, wenn wir über dem Atlantik sind. Und dann endet das Routing bei Big Moo. Sehr gut. Die PDC-Clearance. Für die Boeing 415 haben wir den Transponder-Code 6531 bekommen. Den haben wir so auch hier eingegeben. Wir sind eine 738, Route as filed. Altitude Restrictions maintain 3000 feet. Das ist also unser Initial Climb. Check ATIS for correct ramp frequency and contact them for pushback with your position on the airport. Assigned SID and current ATIS when ready to push no earlier than 25 minutes before slot time. Wir stehen hier im Süden an der South Ramp. Hier steht auch dabei, die Frequenz dafür ist die 130550. Auf der probieren wir dann gleich auch mal anzurufen für unseren Pushback. Romeo 14 ist unsere Position. Wir machen den Pushback dann auf den Taxiway Foxtrot facing west. Und dann geht es hier einmal über den Taxiway Foxtrot zum Ramp Exit Spot. So nennen sich diese Dreiecke hier hinten, Nummer 86. Dann werden wir wahrscheinlich hier vor Zulu einmal anhalten, dann zum Ground Controller wechseln. Und dann, wie gesagt, kommt es ein bisschen darauf an, welche Bahn wir bekommen. Ich denke mal, dass wir entweder die Runway 1 Center bekommen werden. Dann würde es einmal hier von Foxtrot nur kurz links einmal auf Yankee gehen und dann in Yankee 8 oder Yankee 9 rein. Oder linksrum hier dann runter über den Zulu Taxiway zum Holding Point für die Runway 30. Planmäßig soll es rausgehen über die Jacobi 4 ANAV Departure. Und die ist nicht sonderlich kompliziert. Wenn wir auf der 30 starten, geht es geradeaus bis 800 Fuß oder 820 Fuß auf dem Heading 301 und dann rechtsrum auf Heading 320. Und wenn wir auf der Runway 1 Center oder was auch immer starten, dann geht es einfach geradeaus auf Runway Track, also auf Heading 011, so lange geradeaus, bis uns der Lotse dann irgendwann Radarvektoren oder ein Direct nach Riggins gibt. Und dann werden wir da über Riggins unsere Departure abfliegen. Und wir haben die Agard Transition, das heißt, wir werden hier diesen mittleren Weg nehmen und dann über Rise Doctor nach Agard fliegen. Initial Climb 3000 Fuß haben wir schon eingedreht und die Departure Frequenz ist die 125050. Pre-Flight Checklist. Pre-Flight Oxygen Tested 100%. Navigation Transfer and Display Switches sind auf Normal und der hier ist auf Auto. Window Heat on. Pressurization Mode Selector, den finden wir hier unten, der steht auf Auto. Flight Instruments, Heading 301 und QNH oder Altimeters 3023. Parking Brake ist set und Engine Start Levers Cutoff Pre-Flight Checklist completed. Boarding completed, dann lass uns fertig machen für den Pushback und dann lesen wir die Before Start Checklist. Before Start, Flight Deck Door closed and locked, Fuel 26.600 kilograms und all pumps on. Passenger Signs on, Windows locked, MCP. Das ist hier oben. Nämlich haben wir einmal bei der Speed 158, Heading 301 und Altitude 3000 Feet. Takeoff Speeds: V1 150, VR 152 und V2 158. CTU Preflight is completed. Rudder and Aileron Trim. 3 and 0. Taxi and Takeoff Briefing is completed und Anti-Collision Light is on. Damit ist die Preflight Checklist completed. Dallas Ramp, good morning, Boeing 415. Stand Romeo 14 with information Bravo. We are ready for pushback. Boeing 415, Dallas Ramp, push on Foxtrot approved, tail to the right. Push on to Foxtrot approved and tail to the right, Boeing 415. Engine 2, start. Dann ist das rechte Startvalve wieder zu, das heißt, das Triebwerk wurde erfolgreich gestartet. Dann starten wir jetzt das linke Engine 1, start. Und dann lesen wir unsere Before Taxi Checklist. Before Taxi, Generators, on, Propheat, on, Anti-Ice. Ja, würde ich sagen, bei wolkenlosem Himmel, auch wenn es kalt ist, können wir es auslassen. Anti-Ice off, Isolation Valve, Auto, Engine Start Switches, Continuous, Recall. Dafür klicken wir einmal hier oben drauf, lassen das Ganze los, gucken dann während dem Drücken einmal, dass alle Lichter leuchten und alle Lichter sollen dann logischerweise beim Loslassen auch wieder ausgehen. Das ist der Fall, Auto Brake RTO, Engine Start Levers, Idle Detent, Flight Controls haben wir gecheckt und Ground Equipment ist clear. Before Taxi Checklist completed. Boeing 415, request Taxi. Boeing 415A, sorry, it's my fault. It's been a 180 on Foxtrot, taxi Foxtrot, hold short of Juliet. Boeing 415, no worries, we make a 180 here onto Foxtrot and hold short of Juliet. Heute gibt's mal ein Takeoff vor 21 Uhr, genau. So ist es, Johnny. Boeing 415, Ground Point 90, have a good one. So, Kollege, wohin bist du des Weges?
Boeing 415, Dallas Ground, hello, we are on Foxtrot 2 outshot of Juliet. Boeing 415, Dallas East Ground, taxi runway 19 right via Kilo. Boeing 415, taxi holding point 19 right via Kilo. Ah, warte mal, 19 right? Macht doch gar keinen Sinn. And Boeing 415, just to confirm, 19 right or runway 1 right? Correction, runway 01 right, taxi via Kilo. Okay. Ah, that makes more sense. Runway 01 right, taxi via Kilo, Boeing 415, thank you. Thank you for confirming. No worries. Taxi checklist. Flaps 5, green light, on stabilizer trim 5.3 units. Before takeoff checklist completed. Boeing 415, contact Dulles East Tower 120.1. Boeing 415, Dulles East Tower on 120.1. Have a great event, bye bye. Dulles Tower, hello. Boeing 415, onto taxiway Kilo. Boeing 415, good morning, Dulles Tower. 01 right, line up and wait. 01 right, line up and wait, Boeing 415. Ja, sonst ist keine Intersection gegeben, das heißt, ich würde jetzt einfach die hintere Intersection nehmen. And Boeing 415, Wincom, runway 1 right, clear for takeoff, fly runway heading. Boeing 415, fly runway heading, runway 1 right, clear for takeoff. Approach sector is clear. Takeoff sector is clear. Fly runway heading, also erstmal geradeaus. 11 Grad haben wir eingedreht. Wir sind cleared for takeoff, departure Frequenz ist drinnen. Leute, ich wünsche euch viel Spaß bei der Departure, auf geht's. Cross the Pond, 2022 Eastbound. Wir sind dabei, Uhr läuft. And Julian might leave at 242, runway 1 right, line up and wait, it'll be about a 2-minute wait for separation. Let's go! Line up and wait, airspeed alive! 01 right, flight at 242. 80 knots sind gecheckt. V1, rotate. Hey, mach heute gar keine Callouts. Na gut, geht auch ohne. Positive Climb, Gear up. Düsseldorf, here we come! Oh, guckt euch das an! Es ist ja nicht mehr normal, wie voll das ist. And Boeing 415, you can contact departure, Potomac Departure 12505, have a good flight. Potomac Departure 12505, have a good one, enjoy the event, Boeing 415. Potomac Departure, hello, Boeing 415, 2400, climbing 3000 on the Jacobi for departure. Boeing 415, Potomac Departure, radar contact, turn left heading 350, climb maintain 10,000. Boeing 415, left heading 350, climb maintain 10,000. We are airborne. Leute, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Erster Schritt ist geschafft. Jetzt, aber jetzt zieht sich's. Boeing 415, turn right direct Riggins. Right direct Riggins, Boeing 415. Und dann haben wir eine After Takeoff Checklist. After Takeoff, Engine Bleeds. Boeing 415, contact Potomac Departure 125.65, good flight. Departure 12565, Boeing 415, have a good one. Potomac Departure, low, Boeing 415, 6800, climbing 10,000, inbound Riggins. Boeing 415, Potomac Approach, greetings, climb and maintain 17,000. Boeing 415, climb and maintain 17,000. Und dann geht's auf 17,000 feet. Klingt immer ein bisschen ungewohnt für jemanden, der aus Europa kommt. Das liegt ja einfach daran, dass die Transition Altitude hier in Amerika relativ hoch ist mit 18.000 Fuß. Das heißt, die 17.000 Fuß, auf denen wir jetzt fliegen, das ist immer noch unter lokalen Luftdruckbedingungen. Also sagt man auch Altitude 17.000 Feet und nicht Flight Level 170. Und dann haben wir noch 1.000 Fuß zur nächsten Höhe. Vertical Speed 1.000. Going 415, contact Washington Center 125.45, have a good flight. Boeing 415, contact Washington Center 12545, enjoy the event, bye bye. Washington Center, hello, Boeing 415, 16.4, climbing 17,000. Boeing 415, Washington Center, good morning, climb maintain flight level 310. Thank you, climb maintain level 310, Boeing 415. Und das Wetter so wie sein muss, sehr schön. Ich bin gespannt, wie es dann Richtung Atlantik nachher wird, ob wir da die ganze Zeit an den Wolken kratzen oder sogar in den Wolken fliegen oder ob wir da schönes Wetter und schöne Sicht haben. Boeing 415, contact Washington Center 12097, good day. Washington Center 12097, have a good day, Boeing 415. Washington, good morning, Boeing 415, level 238, climbing 310, inbound Donnell. Boeing 415, Washington Center, good morning, maintain level 310. Maintain 310, Boeing 415. Gerade mal 350 besucht. Boeing 415, Boston Center 35.8, have a good one. Boston Center, hello, Boeing 415, flight level 330. Boeing 415, Boston Center, good morning. Da links liegt New York. Oh, müssen wir gerne mal gucken. Kann man ein bisschen was sehen von New York? Oscar 94 Hotel, climb and maintain flight level 330.
Also richtig gut erkennen tut man es nicht, ne? Victor, Papa, Bravo, Bravo. Aber irgendwo da, irgendwo da ist es. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Da vorne ist St. John's in, ja, ungefähr bei dem nächsten Wegpunkt, 522 Meilen. Und das ist in einer Stunde ungefähr. Dann können wir uns jetzt schon mal um unsere ausstehende Clearance kümmern. Dann kann ich euch das nämlich jetzt einfach mal zeigen, wie das ausschaut. Also, wir können jetzt hier unsere ausstehende Clearance anfordern. Und zwar sind wir die Boeing 415. Es geht von Düsseldorf, es geht nach Düsseldorf, Entschuldigung. Requested Flight Level ist Tri-40. Das war das, was geplant war. Mach Decimal 079er. Und Requested Nut Track ist dann der Nut Track X-Ray über OMSAT, der bei Sepal endet. Richtig? OMSAT bis nach Sepal. Perfekt. Unser Entry Fix ist der Wegpunkt OMSAT. So, 15.13 Uhr. Perfekt. Okay, dann fordern wir das einmal an. Und dann müsste da jetzt demnächst vom Lotsen auch hoffentlich dann die Clearance zurückkommen. Schauen wir mal. Das ist so crazy, oder Chat? Ist das nicht einfach absolut crazy? Perfekt. Also wir gucken nochmal. Wir sind geklärt für den Nuttrack X-Ray, wie geplant, über OMSAT. From OMSAT, maintain level 340, Mach 79er. Boeing 415, contact Jet Gander Center 132, Desmos 3. Boeing 415, contact Gander 132, Desmos 3, have a good one. You too. Gander Center, hello, Boeing 415, flight level 330 to OMSAT. Boeing 415, flight level 330, Gander Center, good morning. Sehr, sehr cool. Ja genau, Boeing 415 hier, das sind wir. Kurz vor dem östlichsten Zipfel von Neufundland. Und dann geht's in, ja, roundabout 12 Minuten in den Oceanic Airspace. Irgendwie fliegt das nicht schön ab. Boeing 415, contact Oceanic 131.87. Boeing 415, contact Oceanic, Gander 131.87. Have a good one, bye bye. Good day, maintain flight level 340 and cell call watch. Machen wir. Das heißt, wir dürfen jetzt genau das machen, was wir vorhin gesagt haben. Wir dürfen cell call watch machen. Wir drehen also unsere Funkfrequenz ganz, ganz leise. Und der Lotse, der uns rufen möchte, der klingelt uns dann mit cell call an, wenn er was von uns möchte. Und solange er nichts von uns möchte, können wir das auch richtig schön muten jetzt hier.